Hallo zusammen. In diesem Film zeige ich euch, wie ihr mittels Mikroservo die Scheinwerfer oder ein Signalgeber an eurem RCK mittels Fernbedienung ein- und ausschalten könnt. Hier habe ich so ein Mikroservo. Ich habe mir den relativ kleinsten ausgesucht, den ich finden konnte. So lässt er sich am einfachsten in dem Auto verstecken. Alternative dazu könnt ihr ein Servo nehmen, bei dem der Motor defekt ist. Wir brauchen für diese Schaltung nur die Elektronik. Hier habe ich den Servo mal ausgepackt. Da ist noch so ein Tütchen dabei mit verschiedenen Zahnrädern. Den ganzen Kram brauchen wir allerdings nicht. Auf der Unterseite dieses Servos sind 4 Schrauben. Die drehen wir jetzt mal auf. Dann kann man den Boden und den Deckel abnehmen. Dann holen wir die Innereien mal raus. Dann hat man einen kleinen Motor, einen Potentiometer und diese Schaltplatine. Und wenn alles soweit entfernt ist, sieht es dann so aus. Den Motor habe ich noch im Gehäuse gelassen, den brauchen wir auch nicht. Mir geht es nur um den Potentiometer und um diese kleine Schaltplatine mit dem Anschluss. Bevor ich die Schaltung jetzt einbaue, habe ich hier so eine Testplatine gebaut mit 2 LEDs und 2 verschieden großen Vorwiderständen. Und damit will ich testen, welcher Vorwiderstand der geeignetere ist für diese Schaltung. Und diese Testplatine löte ich jetzt an diese Servoplatine an. Und dann nehme ich mir hier meinen Wüstenbuggy. Wie man sieht, ist hier ein Schalter eingebaut, um die Scheinwerfer und Rücklichter ein- und auszuschalten. Und dieser Schalter soll ersetzt werden durch die Schaltung aus dem Mikroservo. Hier sieht man meine Scheinwerfer, 4 vorne und 2 Rücklichter. Und dann geht es jetzt ans Einbauen. Dafür muss ich hier dieses wasserdichte Gehäuse aufschrauben. Da ist der Empfänger drin. So, da ist er. Der freie Steckplatz, das ist der dritte Kanal an meiner Fernbedienung. Und an den schließe ich jetzt diese Schaltung an aus dem Servo mit diesem Test-LED. Den dreipoligen Stecker stecke ich jetzt auf den freien Anschluss. Dann schalte ich die Fernbedienung ein. Und wenn ich jetzt das Auto einschalte, leuchtet die LED gleich. Dann nehme ich mir den Potentiometer und regle das so weit zurück, bis die LED wieder ausgeht. Und wenn ich jetzt an der Fernbedienung den dritten Kanal einschalte, geht die LED an. Und wenn ich an der Fernbedienung wieder ausschalte, geht sie wieder aus. Soweit schon mal gut. An dem Anschluss habe ich eine Ausgangsspannung von 4,6 Volt gemessen. Also kann ich alles anschließen, was mit 4,6 Volt betrieben werden kann. Nicht nur LEDs, sondern auch zum Beispiel ein Soundmodul. Jetzt wird diese Testplatine wieder abgelötet. Dann mache ich einen Stecker an die Anschlüsse. Den löte ich direkt an der Platine an. Einmal Minus, einmal Plus. Das ist hier dieser Stecker. Jetzt werde ich die Kontakte noch mit Schmelzkleber isolieren. Einmal der Plus- und der Minus-Kontakt und dann auch die 3 weißen Kabel, die zum Potentiometer gehen. Anschließend nehme ich einen großen Schrumpfschlauch, den schiebe ich über die komplette Platine. Der Schrumpfschlauch wird dann erhitzt und isoliert dann die ganze Elektronik. Sicher ist sicher. Doppelt gemoppelt hält besser oder wie auch immer. Eingepackt sieht das Ganze jetzt so aus. Jetzt wird die Schaltung, so wie sie ist, ins Auto eingebaut. Und dann zeige ich euch das nochmal mit einem Summer, also mit einem Tongeber. Und jetzt habe ich über den dritten Kanal sozusagen eine Hupe. Man kann natürlich auch eine Polizeisirene etc. einschließen. Das funktioniert genauso gut wie die Scheinwerfer.
Hier ist jetzt alles eingebaut. Die Scheinwerfer funktionieren. Die kann ich jetzt schön über die Fernbedienung ein- und ausschalten. So einfach geht's. Dann wünsche ich viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.